Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Void Train. Beim letzten Mal haben wir hier ja die Wellen bezwungen und sind quasi ja gut aus der Sache rausgekommen, möchte ich mal betonen und sagen. Und ja, wir haben die Kisten erweitert hier für unser Holzlager und alles, Gott sei Dank. Genau, und würde sagen, wir gehen mal wieder weiter auf Loot-Tour. Dass wir ein bisschen wieder anfangen zu looten. So, Essen... Oh, wir können Essen... Oh, warte mal. Oh, Essen trinken sich gerade. Hauen uns mal die zwei Schnitzel rein. Und vielleicht zweimal trinken ist, glaube ich, ganz gut. Oder vielleicht dreimal trinken. Ich das vielleicht einmal hier rüberpacken, können wir herstellen. Ja. Einmal trinken, vielleicht nochmal herstellen. So, dann können wir jetzt mal wieder ein bisschen sammeln. Eine Freude. Da ist Nahrung. Brauchen wir vielleicht für den Sterilisierer. Und Zink. Ah, Zink haben wir auch so viel. Ich glaube, ich muss aufhören, Zink zu sammeln demnächst. Einfach, weil es einfach viel zu viel ist. Na, kommt hier gleich irgendwo ein Gegner? Es fühlt sich so an, als würde hier gleich wieder irgendwie ein großer oder irgendwas kommen, was es angreift. Oder wir haben gleich wieder irgendwo ein Depot. Die Musik läutet es noch nicht ein. Zumindest noch nicht. Da ist ein Zug am. Ein Waggon. Ein alter. Schade, dass man den nicht abbauen kann, dass man dann irgendwie daraus Wände bauen kann oder so ein Kram. Ja, ich habe die Chemikalie gesehen, aber ich lasse sie jetzt einfach mal links liegen. Oh ja, da müssen wir unbedingt hin. Oh, und die Schiene macht eine Kurve. Wir müssen unbedingt zu dem Waggon. Das definitiv. Das geht auf keine andere Kuhhaut. Den müssen wir untersuchen. Der schwebende Waggon. Das, ja. Den nehmen wir auf jeden Fall mit, würde ich sagen. Wenn wir schon einmal dabei sind. Dann würde ich mich mal andocken. Komm, ich geh mal andocken. Aha! Ja, da können wir auch dran. Wenn wir wollen würden. Oh, geil! Kupferbarren und Ironbarren umsonst. Ja, die nehme ich doch. Kann ich die Lampe nicht mitnehmen? Verdammt. Was ist das hier? Flaschen? Okay. Das war's hier. Das war's hier schon? Ich bin etwas enttäuscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das war's schon gewesen. Ist aber... Naja, gut. Ich frage mich, wie dieser Zug entgleist ist, aber okay. Sonst ist hier aber auch nichts, außer da hinten so ein riesiger Lappen. Aber das war's auch. Wie riesig unser Zug schon geworden ist mittlerweile, ne? Ist ja der Wahnsinn. Ja. Dann würde ich sagen... Attacke weiter. Neue Runde, neues Glück. Moment, ich höre ihn. Ich höre ihn schon. Ich höre ihn schon. Da sitzt er. Ich hab's doch gewusst. Ich hab ihn doch gehört. Na, mein kleiner Freund, wie sieht's aus? Damit hätt's wohl nicht gerechnet, wa? Ich hab da schon ein Ohr für. Man muss es einfach so sagen. Ich hab da schon so mein Öhrlein für. Dass ich schon höre, wenn so einer irgendwo am Steinchen sitzt. Er hat aber, glaube ich, nichts gedroppt, ne? Ne, leider nicht. So, das nehmen wir mit. Dann würde ich sagen, ja komm, Chemikalien. Ja, wenn es unbedingt sein muss. Wir haben ja genug davon eigentlich. Eigentlich haben wir genug. Oh, da ist nochmal Nahrung. Nahrung nehme ich auf jeden Fall mit. Ich sehe Scrap Metal. Ich sehe Zink. Ich sehe ganz viele Sachen, wo wir mal eben anhalten sollten. Und einmal hinter den Steinen auch gucken. Aha! Ich hab's doch gewusst. Lumpen auf Kohle. Sehr geil.
Ich komme. Den Lumpen auf Kohle, den packen wir direkt hier rein. Und dann kann er mal Gas geben. Dann können wir hier auch wieder ein bisschen sammeln bei unserem Kollegen. Oh, da ist eine Kiste. Ach so, ich habe die Kiste liegen lassen dadurch, ne? Ich bin so doof. Ich trinke mal eben. Oh ja, darf ich ja nicht vergessen. Wir lassen ja dann... Oh Gott, stimmt. Oh, wir lassen ja dann was liegen. Gut, dass ich da nochmal hingeguckt habe, sonst wäre jetzt die Kiste weg. So. Was können wir denn aus den Briketts machen? Kompresst... Oh, warte mal. Haben wir noch von dem grünen Zeug was? Warte mal, ich stelle mal ein bisschen von dem grünen, das kompresste Kohle, hält das dann länger? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil da stand irgendwas mit kompresst. Kann das sein, dass das dann die Kohle ein bisschen länger hält? Achso, die Barren und so, das können wir auch mal irgendwo platzieren, ne? Wir gerade aktuell nicht brauchen. Und da wir ja gerade sowieso hier nicht so viel Scrap Metal drin haben, packe ich die erstmal hier rein. Es füllt sich langsam wieder. So, und so langsam werden die auch voll. Ja, tut mir leid, aber ich, ja. So, brauchen wir drei? Zwei? Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke. Kohlebrikett. Compressed Prosset Coal. Das heißt, es ist kompresst dann. Das machen wir mal. Wahrscheinlich hält das viel, viel länger. Und wir haben das die ganze Zeit quasi verschwendet. Egal. So, Zink. Und essen und trinken. Wo ich gerade überlegen bin, ob wir ein bisschen was herstellen. Danke fürs Scrap Metal. So, da haben wir ja auch noch ein bisschen was drin. Trinken haben wir genug, wir können was essen. Einmal hier sind. Ach, da war ja auch schon Essen drin, ne? Stimmt ja. Da war noch nichts zu trinken, aber hier würde ich das dann quasi rein einfügen. Einführen oder einfügen? Flexi, was ist denn los? Einführen würde ich das gerne. So. Dann warten wir noch eben, bis es fertig ist. Zack. Und da packe ich das hier, packen wir es daneben rein, dann das Fertige. Ich würde sagen, da kommen die fertigen Sachen rein, oder? Sollen wir das so machen? Hier machen wir die fertigen Sachen rein und da die Sachen, die wir brauchen. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Die Kohle ist fertig. Heißt, gepresste Kohle bringt wahrscheinlich mehr als wie... Ja, wahrscheinlich, schätze ich mal. Gehe ich mal ganz stark von aus. Da haben wir noch Sterilisierer drin. Ja. Das kann da rein. Die Kohle ballt immer in Tash. Und dann düsen wir mal weiter. Oh, dann hätten wir so viel gepresste Kohle herstellen können, die wahrscheinlich wesentlich geiler ist, als wie die normale, die wir einfach verbrutzelt haben. Also schätze ich mal, denke ich mir mal. Wieso nehme ich jetzt eigentlich schon wieder Holz mit? Zink können wir ruhig mitnehmen. Ich habe gerade gesehen, in der Kiste war jetzt nicht so voll. Also da können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Ich würde, wie gesagt, Chemikalien würde ich vielleicht liegen lassen. Ich meine, wir haben noch eine zweite Kiste Chemikalien. Könnten wir auch mitnehmen. Einfach für den Gemüteszustand würde ich das gleich vielleicht machen. So, da ist Holz. Bestimmt gleich wieder voll unsere Kiste mit Holz. Immer umgucken, ob wir nicht... Komm, egal, Holz. Scheiß auf Holz. Scrap Metal ist viel wichtiger aktuell. Und vielleicht, wie gesagt, Nahrung. Damit wir so ein bisschen auf Essen und Trinken achten. Aber dann brauchen wir ja auch kein... Was ist das denn da unten? Ach, das ist Holz, ne? Da ist Zink, warte mal.
Damit wir nicht so sehr auf Dings achten müssen. Auf Nahrung auch. So, apropos Nahrung, ich habe mega Hunger. Wollte mir vielleicht gleich mal was zu essen machen. So. Aber wir haben ja auch schon mittags. Schatzi kommt ja auch gleich. So, ja. Ist ja schon Mittagszeit. Mittagessen. Essen fassen. Wir haben wahrscheinlich tausend Sachen übersehen, ne? Wieso nehme ich Holz mit? Ich bin mir nicht sicher. Diese Nuss, die dazu... Oh. Ich sehe es. Ich habe es gesehen. Auf der Schiene. Diese Nuss hier, kann man die irgendwie knacken? Und ich glaube, ich höre Musik vom Depot. Die fängt so langsam an. Nein, die ist, glaube ich, einfach nur da, ne? Ja, okay. Ich meine, ich habe so ein bisschen Gitarrensound gehört. So. Zink immer auch mit. Düsen wir mal weiter. Aber zuerst machen wir den jetzt hier. Und der Zug ist ja lang genug, ne? Also wenn wir ein bisschen was hinterlassen, können wir ja immer noch nach hinten. Wenn ich überlege, ganz am Anfang, wo wir nur den ersten Waggon hatten. Das war schon mal, wie lange das jetzt schon wieder her ist, ne? Ich weiß gar nicht, welche Folge wir jetzt mittlerweile sind. 20, 30, nee, 30 oder so vielleicht schon. Doch, müssten 30 mittlerweile schon sein. Ist ja der Wahnsinn. So, halt, stopp. Was hat er denn? Was hat er denn? Was ist denn los? Weil ich mit der Waffe auf ihn gezielt habe oder wieso? Oder wieso macht er so einen Krawall? Krawall, Krawall, Krawall. Warte mal, hier ist doch bestimmt was. Ich hab's gewusst. Da ist nochmal Chemikalie. Was kommt als nächstes? Was erwartet uns als nächstes in dem Spiel? Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr euch auch. Ich hoffe, ihr auch. Vielleicht werden wir ja mal irgendwas von diesen Monstern da hinten sehen. Ich meine, ich will es nicht, ne? Ich will es nicht heraufbeschwören. Man weiß es ja nie. Was da so auf einen zukommt. Jetzt kann ja alles sein. Bei dem Game kann ja alles passieren. Die sind ja so überrascht, was alles noch kommt. Oder beziehungsweise was wir alles gesehen haben. Kann ja alles möglich sein hier. Inventar wird immer voller. Ich frage mich, wann wir unser Inventar erweitern können. Das wäre mal interessant zu wissen. Aha. Das wäre echt schön zu wissen, wann das geht. Halt, stopp, ich komme. Oh, Scrap Metal. Na, danke. Diese Mini-Lags, die ich mal habe. Frage, liegt's am Spiel oder... So, bevor wir jetzt weiter düsen, ich hab's doch gewusst. Ja, Inventar ist voll. Diese Dinger, die schützen uns doch bestimmt auch, ne? Vor Angreifern, ne? Oder? Inventar voll. Ja, ich hab's gewusst. So, Moment. Zink, Zink. Habe voll. Zwei Kisten voll. Heißt für uns, wir brauchen kaum Zink mehr sammeln. Warte. Die Kiste, erste Kiste ist voll. Sehr schön. Erste Kiste Scrap Metal ist voll. Holz ist auch voll. Brauchen wir auch nicht. Ja, nee, ein bisschen Holz haben wir noch. Sehr nice. Wir können wieder ein bisschen was herstellen an Getränke. Ich würde es direkt mal machen. Ist, glaube ich, die beste Alternative. Direkt herzustellen auch, die Sachen. Hier würde ich, wie gesagt, vielleicht mal 5 lassen, falls wir den Sterilisierer noch brauchen.
Das dauert ein bisschen. Wir brauchen gleich wieder Holz. Chemikalien können wir sammeln. Da hinten ist noch Holz. Die Sonne scheint hier schon wieder rein. Sonne is shining. Everywhere sweet dreams. Make you wanna move. And dancing on rainbow. Ich tanze auch gleich auf dem Rainbow. Wir gleich wieder ein Depot haben werden. Weißt du, weil ich gerade den Garten sehe, weißt du, da reißen wir den Garten ab irgendwann vor 3, 4 vollen Folgen oder so und dann auf einmal finden wir Seeds oder bekommen Seeds in den Kackautomaten. Der Hauptgewinn quasi für uns. Aber wir können mit der Tomate nichts anfangen. Ich meine, wir können sie essen. Ja, klar, schön. Aber wenn das Spiel uns sagt, es würde mehr Sinn machen, die zu kochen, dann würde ich sagen, tun wir das auch. Es macht ja sonst keinen Sinn, ne? In dem Sinne. So, 5 rein da. In die Olga. Olga Wacholder. Ja. Nein. So, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen Scrap Metal. Ein bisschen Eis. So, Food. Lass mal ein bisschen Food machen. Food, 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 Food. Dort 50 Sekunden. Wir düsen weiter so lange. Komm, Arschlecken. 1,50 Mark. Wie gesagt, Zink brauchen wir nicht sammeln. Haben wir genug von. Hier, Chemikalien können wir noch sammeln. Eis. Holz brauchen wir immer. Haben wir zwar genug von. Da ist auch nochmal Holz. Aber hier auch. Ja, Zink. Nee, komm. Wir haben genug Zink. Also ich hoffe, dass wir genug Zink haben, was das angeht. In Sachen jetzt Herstellung, ne? Wenn wir später irgendwie vielleicht, wie gesagt, die Steam Engine oder so herstellen wollen, brauchen wir bestimmt auch jede Menge Scrap Metal. Gehe ich ganz stark von aus, dass wir das benötigen. Das ist, ich stelle jetzt mal wie das Abend in der Kirche, dass das so ist. Ach ne, ich dachte, das wäre Scrap Metal. So, natürlich brutzen wir weiter. Denn was wir haben, haben wir. So, restlichen Wood. Ja, lasse ich erstmal auf Tash. Kreppmittel kommt da rein. So, fertig Getränke. Haben wir gesagt, kommen. Hier kommt Essen rein. Da kommt Getränke rein. Wir brauchen nochmal ein bisschen Feuerholz. So, gut, dass das noch nicht abläuft, das Essen. Ich hoffe, das wird auch so bleiben. Weil das wäre echt. Ich meine, ich mag ja Spiele, wenn sie realistischer werden. Aber zu viel Realismus ist dann auch nicht so gut, weil, ich sag mal, warum wollen wir denn Spiele spielen? Ja, wir wollen doch Spiele spielen, also zumindest bei mir ist es so, ich rede jetzt mal von mir, wir wollen doch Spiele spielen, um der Realität doch zu entfliehen, oder? Um halt in andere Welten einzutauchen, weil, warum soll ich ein Spiel spielen, wo ich zum Beispiel mit einem Auto rumfahren kann, einkaufen gehen kann, ne? Das kann ich doch auch in der Realität. Weißt du, wie ich meine? Was ich damit sagen möchte? Das brauche ich doch gar nicht. Ich brauche doch gar nicht so viel Realismus. Ne? Klar, ein bisschen Grad an Realismus ist gut. Ja. Aber zu viel ist doch auch nicht gut, weil wir haben doch draußen die Welt. Schau doch mal aus deinem Fenster. Ich meine, wenn ich hier sitze, ja. Ich kenne auch nur die Bildschirmbräune. Aber du weißt, was ich damit sagen will. Ne? Weil ich will andere Welten kennenlernen und sehen und treffen und tralala, ne? Ich möchte doch dem Ganzen entfliehen, dem Alltag entfliehen. Wir haben es doch schon alle so schwer im Leben. Na gut, vielleicht nicht alle, aber der größte Teil von uns. Ich will jetzt kein Mitleid oder so, oder generell irgendwie, ne, dass wir schwer haben. Aber, ne, ihr wisst selber, wie das ist. Ne? Und deswegen wollen wir doch eigentlich auch Spiele spielen, weil wir uns einfach unterhalten lassen wollen. Was anderes sehen wollen, ganz andere Welten vielleicht oder halt andere Dinge. Also so
So denke ich jetzt darüber. Ne, wie gesagt, wie du darüber denkst oder jeder andere, der das Video guckt, weiß ich nicht. Kann ich nicht für sprechen. Denn, ja, jeder ist natürlich anders gepolt. Das ist so. Und das ist ja auch gut so, weil sonst wäre es ja langweilig auf der Erde. Wenn jeder gleich wäre. So, trinken wir morgen gleich noch. Und nein, aber ich finde, Spiele sind ja dafür da, um halt zu entfliehen und andere Sachen zu machen. Und tralala und pipapo, ne? Oh, jetzt ist das Depot auf der anderen Seite. Oh, das ist nicht gut. Wir haben keine Munition. Ahaha. Oder beziehungsweise nicht das Depot, sondern... Du weißt, was ich meine. Oh nein. So, komm, dann machen wir noch trinken. Während wir jetzt gleich hier einmal abkämpfen. So, essen. Da rein. So. Trinken macht der. Wir haben keine Muni, ne? Für die große, ne? Nein, ich drücke die falsche Taste. Die 2 ist es. Nein, natürlich nicht. Was bräuchten wir denn für Munition? Create. Nein. Workbench. This is what your weapon fires with. Dazu brauchen wir dieses Pulver, ne? Und das Pulver stellen wir her, glaube ich, hier am Labor. Und dazu brauchen wir das grüne Zeug. Und ein Wood. Dann würde ich mal 4-mal grünes Zeug holen. Da haben wir sogar einmal von. Ja, einmal. Dann ist auch grünes Zeug, sind wir aber schon großartig dran vorbeigedonnert. Aber wir haben ja. So ist es ja nicht. 4-mal habe ich gesagt, ne? 3, 4. Stellen wir das mal eben her. Holz brauchen wir auch. Ich würde einfach mal testen, ob das funktioniert. Die Munition herstellen. Ob das die Munition auch ist, die wir brauchen. Also ich denke mal, dass... Gibt es hier Alternativen? Also gibt es hier irgendwelche anderen Munitionsarten? Ich frage für einen Freund. So, und dann brauchen wir Leder, glaube ich, ne? Oder? Oder was brauchen wir dafür? Nee, Quatsch, Barren. Oh, ernsthaft, wir brauchen echt Barren. Ein Barren. Das heißt, wir müssen 2 Barren herstellen. Sind 4-mal Scrap Metal, ne? Können wir nochmal trinken herstellen? Ja, können wir. Sogar 2-mal, sogar sehr gut. So, dann stellen wir mal 2 Barren her. Den einen Scrap Metal packe ich dann direkt wieder in die Kiste. Dann ist er da schon wieder drin. Wie gesagt, wir kommen so langsam näher, die zweite Kiste zu füllen. Ich hoffe, wir finden da jetzt auch ein paar Ressourcen. Und ich hoffe, da ist kein Gegner. Aber wie gesagt, ich will es jetzt erstmal ausprobieren mit der Munition. Ob das funktioniert. Ob wir das hinbekommen. Ob das möglich wäre. Achso, nee, Quatsch. Was mache ich denn da? Wir müssen ja erstmal Dings herstellen, ne? Wir müssen ja erstmal... Holz. 2 Holz brauchen wir. Ich und mein Holz. Haben wir Holz in der Nähe? Nee, sieht nicht so aus. Wir haben alles abgeholzt. So. Warte mal. Habt ihr was gesammelt? Er hat was gesammelt. Hat er 2 Holz dabei? Bitte lass 2 Holz dabei haben. Ja! Juhu, 2 Holz. Sehr schön. So, einmal zum Laboratorium. Und 2-mal bitte. So. So langsam greift alles ineinander, ne? Mit dem Herstellen und so. So, dann müssen wir jetzt an die Workbench und dann müssen wir jetzt hier 2 Pakete herstellen. Ich hoffe, das ist das, was wir brauchen. Quasi hierfür. Weiß nicht, sehe ich da welche rumlaufen? Ja, da laufen welche rum, oder? Ja, 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 da hinten durchs Licht ist jemand gelaufen. Da oben an der Spitze meiner... Also quasi da, da ist so ein weißes Licht. Da ist gerade jemand langgelaufen. Also ich gehe davon aus, dass wir Kundschaft haben. Ammo-Box.
Ich kann aber nicht nachladen, weil... Use. Use. Ah, tatsächlich. Okay, ach so, da ist alles dann drin. Au, oh, das ist gut. Was ist das denn hier? Hä, wo kommt das denn her? Okay. Ich... Okay, ja, okay. Ist nicht viel Schuss, ne? Muss man einfach so angestehen. Aber ganz ehrlich, ich hoffe, wir verlieren die Kohle nicht. Ich pack die mal einfach mal vorsichtshalber hier rein. Der Zug müsste ja eigentlich automatisch stehen bleiben, ne? Wir haben keine Rüstung, ne? Ich sag's nur. Alter, der explodiert. Warum? Warum explodiert der eigentlich? Lass mich da hin! Nein, ich will dich auch. Ich will jetzt hier nicht verbrauchen. Ist der Zug stehen geblieben? Warum bremst der Zug? Fahr weiter, Mann! Warum fährt der Zug nicht weiter? Moment, just a moment, please. Zug ist stehen geblieben. Warum auch immer. Keine Ahnung. Nein. Lade nach. Lade nach! Was? Wo? Oh. Wieso explodieren die Köpfe? Haben wir irgendwas in der Waffe drin? Oh, Raw Meat. Ja, juhu. Raw Meat. Und wir haben wieder Token. Ich meine, hier ist ja keine Dings. So, sehr schön. Das haben wir doch ganz gut überlebt. Wir brauchen auf jeden Fall wieder demnächst mal wieder ein bisschen Rüstung. Munition, juhu! Wieso haben wir nur noch 20 Schuss drin? Anstatt 21? Kann das sein, weil die kaputt gegangen ist ein bisschen? Ganz schön weitläufig hier die Station, muss ich sagen. Scrap Metal, fett, geil und Wood. Wenigstens etwas. Und nochmal Wood. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Wir werden immer siegen. Ach, schön. La, 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 la. Die 9. 5. 9 Fünftel. Bike Flapper heißt die Waffe, die ich da gerade aufgenommen habe. Weapon Modul. Was? Hier konnte ich nicht auch noch was machen gerade? Not enough space. Oh, wir haben schon wieder so viele Waffenteile, ne? Ja gut, aber ist ja nicht schlimm. Wir können ja nochmal wiederkommen. So, jetzt düsen wir erstmal ein Stück weiter, damit ich hier mal ein bisschen ranfahren kann. Heranfahren. So, warte mal. So, halt, stopp! Ich würde sagen, dass wir hier mal ein paar Sachen wieder reinpacken. Hier haben wir ja die Kisten dafür. Dann sammle ich nochmal den Kappes hier auf. Den die hier so liegen gelassen haben. Hatten die hier noch was hier übrig gehabt? Ja, da. Gut, die Spinne können wir ja auch öffnen. In denen nichts drin ist. Das ist ganz toll. Das ist eins meiner Lieblingsfeatures in the game. Spinne, wo nichts drin ist. Es ist eine Last. Es ist, ja gut. Okay, wie dem auch sei. Zack, zack, da können wir dann mal Denise mal gucken. Ich würde sagen, das Raw Meat, das brutzeln wir mal.
Was haben wir noch? Wir haben Wood, wir haben Scrap Metal. Geil. Erstmal hier wieder einsammeln. Wood. Scrap Metal. Viermal. Viermal. Alter Schwede. Jawohl, zweite Kiste voll. Wir fangen an die dritte Kiste. Nice. Die Sachen können dann quasi rüber. Fett hatten wir hier. Bei Fett-Fetz. Fett-Fetz. Holz-Token. Warte mal. Token, Token. Da unten. Können wir da reinpacken. Und Holz. Holz, 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 Holz. Jo, 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 jo. Mal schon mal ein bisschen weiter düsen. Holz, ja. Haben wir noch Platz? Hatten wir was rausgenommen? Ja. Nice. Sehr geil. Wir sind auf einem guten Dampfer. 318. Gleis 318 war das. Glaube ich zumindest. Station, wie auch immer. Keine Ahnung. I don't know. Ich weiß nicht. Was liegt da? Ich sehe dich. Du kleiner Schlingel. Jetzt liegt das nicht mitten auf Schienen oder was? Ich überfahre dich. Ist mir doch egal. Oh, die Sonne scheint hier wieder rein. Yeah, geil. Ich sehe wieder fast gar nichts auf dem Bildschirm. So. Scrap Metal. Nehmen wir mit. Scrap Metal. Nehmen wir mit. Ich schätze, als nächstes wird wieder ein Depot kommen. Gehe ich mal von aus. Würde ich jetzt mal einfach mal behaupten, in meinem jugendlichen Leichtsinn. So. Ah, die Sachen können echt gut versteckt sein hier zwischendurch, ne? Muss man einfach so sagen, wie es ist. Zink, ja. Haben wir, glaube ich, auch fast voll, ne? Glaube ich. So, die letzten Folgen nur gelootet. Na gut, was heißt nur gelootet? Wir haben viel Action auch erlebt zwischendurch. Muss man einfach angestehen und sagen. Ja, da oben ist ein Klumpen, glaube ich, gewesen von Eis oder so. Oh, Kohle ist ja Ehre. Wir haben was im Backpack, ne? Unsere Kiste, warte mal. Moment, da muss ich jetzt erstmal eben kurz gucken. Kann ich die Kiste hier ablegen? Drop. Pick up. Ja. So, die Kiste bleibt jetzt erstmal stehen. Solange ich nicht weiterfahre, bleibt die ja da stehen, ne? Das machen wir jetzt mal. Weil bevor ich die Kiste nämlich da vergesse, machen wir jetzt erstmal die Kohlebriketts da raus und dann wieder vernünftige Kohle. So. Dann Zink. Ja, Zink war voll jetzt. Jetzt ist Zink voll. Die zweite Kiste. Was brauchen wir nochmal für die Verstärkte? Zweimal die Flasche, ne? Zweimal das Fläschchen. Dazu brauchen wir was? Ah ja. Achso, wir brauchen viermal Chemikalie. Okay. Ich hole nochmal zweimal. Das Betalf. Oder zweimal, genau. Dann stellen wir doch nochmal eine her. Dann können wir nämlich nochmal die Kohle ein bisschen verstärken. So, wir haben schon wieder Leder. Ist nicht so, dass wir genug Leder hätten. Wofür war denn nochmal das Leder gewesen? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. So, hier. Verstärkte Kohle dauert 30 Sekunden, glaube ich. Okay. Wood ist voll. Scrap Metal, dritte Kiste, fangen wir gerade an. Sehr nice. Das Fleisch. Das Fertige kommt hier rein. Getränke. Herstellen. Leder. Wir hatten noch irgendwo nochmal zusätzlich Leder reingepackt. War das hier? Ja.
Aber die ist auch schon voll. Nee, noch nicht. Jetzt ist gleich voll. Okay. Also Wut brauchen wir jetzt erstmal wieder nicht. Die nächste Zeit. So, den Kohlebrikett hatte ich, glaube ich, hier drin, ne? Ja. 2. Nice. Boah, wir haben so viel Kohle jetzt. Also, richtige Kohle, ne? Ich dachte, du denkst, Kohle, 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 Kohle. So langsam läuft's bei uns, ne? Muss ich sagen. Also, es läuft richtig gut. Trinken haben wir auch genug. Guck mal, wir bereiten richtig vor für den Flexi in der Zukunft. Muss man einfach so sagen und eingestehen, wie es ist. Bisschen Schutzschild müssen wir noch bauen. Also unsere Rüstung. Für den nächsten Kampf. Muss ich sagen. Das müssen wir auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein bisschen... Oder vielleicht den nächsten Mal... Oh nein. Ja, wir müssen unbedingt Rüstung bauen. Wir haben eine Kiste auf Tash. Wieso sammle ich eigentlich Zink? Weil ich doof bin. Tja, das, das ist ja gut. Ja, nein. Ja. Heißt, wir brauchen noch Munition, ne? Weil wir haben so viel, haben wir nicht. Ein bisschen. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht so schlimm. Oh, das Zink, ganz ehrlich. Oder wir müssen ein paar Barren herstellen, einfach mal spontan. Weil wir werden ja ein paar brauchen, ne? Dass ich einfach mal sage, komm, let's go. Wir stellen einfach mal ein paar hiervon vielleicht ein paar her, aber da brauchen wir ja auch wieder erst Dings. Oder wir machen einfach hier noch eine neue Zinkkiste. So. Pum. Ja, das sieht nach einer Menge Action wieder aus. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber. Tja. Ich würde sagen, ich brutzel nochmal ein bisschen hier was für Flexi. In der Zukunft. Ich bin ja ein richtiger Arsch jetzt, was das angeht. Denn ich möchte diesen Kampf nicht mehr eingehen. Das kann der in der Zukunft machen. Der freut sich dann immer. Ja, der freut sich mal ganz toll darauf, was er dann machen kann und machen darf. Hatte ich nicht hier gerade was hergestellt? Ah ja, hier Essen. Der freut sich immer darauf. Er ist immer ganz glücklich, wenn ich dann, wenn ich für ihn dann immer was vorbereite. Das ist immer ganz toll. Guck mal, aber wir haben, man muss aber wirklich sagen, wir haben für ihn wirklich gut vorbereitet. Essen ist da, Trinken ist da, Rüstung hat er, er hat ein bisschen Munition. Also er wird sich auf jeden Fall freuen in der neuen Folge. Das müssen wir einfach mal so angestehen und sagen, das ist einfach richtig gut. Ja? Research Table, wie gesagt, da müssen wir mal gucken, dass wir den nächsten Mal irgendwie, ja, Boiler Upgrade. Ja, das, ja, das wird noch sehr, sehr interessant. Und die Steam Engine würde ich vielleicht in Angriff nehmen, die nächste Mal. Aber da müssen wir hier wahrscheinlich umbauen, weil hier wird die wahrscheinlich dann nicht mehr hinpassen. Das wird sehr, sehr interessant. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und ich wünsche Flexi ganz, ganz viel Glück mit seiner Kiste in der Tasche. Ja, bei Gleis 2 trifft dann der nächste Zug ein mit den Banditen. Und ja, das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Wenn wir uns wiedersehen bei Void Train. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.